Ja, herzlich willkommen, meine geliebten Freunde der Straßentuning. Wir hatten ja schon mal den roten RS3 Limo. Da haben wir schon mal ein Video drüber gedreht. Über diesen Kollegen. Den haben wir jetzt fertig. Und da wollten wir heute nur mal ein bisschen was drüber erzählen. Leider konnten wir nur einmal auf einer Probefahrt eine Messung machen, also auf der Straße eine 100-200 Messung, wo Arthur Wilms eine Lokfahrt gemacht hat, konnten wir nur leider eine Messung machen, momentan jetzt auch wetterbedingt so ein bisschen und Sommerreifen. Ja, wollen wir jetzt nicht unbedingt nochmal losfahren. Also die Zeit ist schon sehr gut. Es geht auf jeden Fall noch besser. Das wird aber dann der Kunde, wie ich schon oft in den Videos erwähnt habe, wollen wir immer dem Kunden noch was übrig lassen. Wenn wir da natürlich schon so eine gute Zeit fahren, dass der Kunde das gar nicht mehr reproduziert kriegt, dann ärgern sie sich auch. Deswegen überlassen wir denen das. Wir können das ja einmal einblenden. Wir haben genau. Wir blenden gleich einfach die Zeit einmal ein, wie wir gefahren sind. Ja. Aber ich wollte jetzt erstmal ein bisschen was darüber erzählen. So zu dem kompletten Umbau, was haben wir gemacht und was muss gemacht werden. Ja, wir fangen mal an. Klar, dass jetzt ein Datsa-Motor drin ist, sag ich mal, der RS3, der Motor, der da auch reingehört, das ist schon klar. Im ersten Step haben wir dem Kunden schon mal Pleuler eingebaut gehabt und der hatte vorher ein TTE 700 drauf gehabt. Und was auch wirklich sehr gut gefahren ist und sowas, aber er sagte, okay, ich möchte es einfach gerne mal ausprobieren, nochmal einen nächsten Step zu machen, gucken, was geht so weiter. Und daraufhin ist er dann auf uns zugetreten und hat gesagt, okay, komm, lass uns das mal mit einem Rohrkrümmer machen, das Ganze, und einem anderen Lader. Dann haben wir das Auto wiedergekriegt und haben jetzt in das Auto von uns komplett einen Rohrkrümmer, ein GTX-Kit eingebaut, was wir mal zusammen, sag ich mal, mit Marcel auch mal schon auf die 8V1 und die CEPA überall mal drauf gebaut hatten und getestet hatten. Aber damals haben wir das Ganze mit einem GTX 35 gemacht und wir haben schon mal ein TTS gemacht mit einem von dem Ronny mit einem G1050 und waren ziemlich begeistert von dem Konzept. Das Ganze haben wir jetzt hier nochmal reingepackt. Also, wir haben von uns den gebauten Rohrkrümmer da drin. Dann haben wir einen G1050 Supercore drin. Ja. Dann haben wir von uns die Ansaugung, Downpipe natürlich alles von uns gebaut. Und auch in dem Zuge hat der Kunde sich jetzt von uns die Abgasanlage gewünscht. Und wir haben auch von uns die Abgasanlage eingebaut. Unser Dennis hat eine gemacht und die haben wir dann auch mit reingenommen. Ja, dann sind wir mit dem Ganzen auf den Prüfstand gegangen und haben erstmal eine Originalansaugung drin gehabt. Wir hatten vorher die komplette Rohrführung in 90 mm gehabt, bis zum Luftfilterkasten. Mhm. In den Luftfilterkasten rein mit 90 mm. Sind dann auf den Prüfstand gegangen. Haben allerdings dann gemerkt, okay, 800 PS ist dann langsam am Ende mit der Originalen. Ja. Selbst wenn wir einfach nur mal die Ansaugung aufgemacht haben, also den Luftfilterkasten, war es einfach nicht optimal. Es ging ein bisschen mehr Leistung, aber da haben wir dann gemerkt, okay, da sind wir jetzt wirklich komplett an der Grenze. Weiter geht's einfach damit nicht. Deswegen haben wir dann darauf zurückgegriffen und haben das Ganze dann nochmal eine komplett neue Ansaugung gebaut, haben dann hier, geht es in 90 mm und man sieht es kaum, geht dann hier auf 100 mm und haben dann einen größeren Luftfilter mit einem Carbon-Teil genommen und haben das Ganze dann damit mal getestet. Ja, und haben dann gemerkt, okay, damit geht ordentlich was. Ja, und dann hat es Marcel hingekriegt, das Auto mal auf dem Prüfstand richtig gut abzustimmen. Und wir sind auf eine Leistung gekommen von 856 PS jetzt in dem Fall und 925,5 Newtonmeter. Das ist, denke ich mal, richtig ordentlich. Richtig flott, glaube ich. Genau, richtig. Und bei der Newtonmeterzahl haben wir dann auch angefangen, die Probleme mit der Kupplung zu bekommen. Haben viele nachgefragt. Beziehungsweise vorher schon. Genau. Aber da fing es dann richtig an. Und wir hatten ja das Video mit der Kupplung schon gebracht. Die haben wir dann auch in das Auto nachträglich oder beziehungsweise dann reingemacht. Haben das Ganze dann auch getestet und sind jetzt schon ein paar Tage damit gefahren. Und ich muss wirklich sagen, also wir sind echt wirklich sehr begeistert
von der Kupplung. Das Schaltverhalten, alles ist, wie Sascha schon mal erwähnte, dass er auch gefahren ist, ist wirklich sehr gut. Also Sascha, Arthur sind beide sehr begeistert. Und das freut uns auf jeden Fall, also dass der Don Octane da auch so ein gutes Produkt auf die Reihe gebracht hat. Und dass wir das jetzt auch mal so richtig in den Dazza testen konnten, dass wir da ein bisschen zusammengearbeitet haben. Nochmal ganz großen Dank an Ben auf jeden Fall für die Geschichte. Ja, und damit haben wir das Ganze dann auf die Straße gekriegt. Und damit ist Wilms dann auch einmal gefahren und hat eine Lokfahrt gemacht. Ich weiß gar nicht, ich glaube mit Sascha zusammen sind die dann die Zeit, weiß nicht, ob er alleine gefahren ist oder ob die zu zweit gefahren sind. Die Zeit hatten wir ja schon mal gesagt, die werden wir auf jeden Fall einblenden oder haben wir eingeblendet. Haben wir jetzt schon einmal eingeblendet. Haben wir schon eingeblendet, genau. Ja, das muss man dann alles so ein bisschen auf Reihe kriegen. Nee, das soweit zu dem Thema. Ja, sind auf jeden Fall mega glücklich jetzt momentan. Mhm. Wie zwei Autos laufen jetzt, wie die Autos laufen und auch wie sie sich fahren lassen, auch im Alltag. Sag ich mal ganz normal, also wir haben auch wirklich mal Stadtverkehr zu Arthur getestet, erstmal mit nach Hause gefahren, ganz normal Stop and Go durch die Stadt und sagte, das Auto fährt sich richtig gut, auch mit der Auspuffanlage sind wir auch ja sehr glücklich. Ja. Da sind wir auch kurz, die, wie ich schon oft erwähnt habe, leider, sag ich mal, in der ganzen Zeit jetzt momentan so ein bisschen mit den Papieren, alles hinkt das noch ein bisschen hinterher. Aber ich hoffe, dass wir das auf jeden Fall auch spätestens irgendwie im Januar langsam mal die Papiere bekommen und alles am Start haben. Ja, weil die Auspuffanlage ist echt mega gut. Also ja, der Unterschied also zwischen laut und leise. Wirklich, bis jetzt, es hat sich jemand auch mal negativ geäußert, aber ich muss sagen, bis jetzt, also wir haben jetzt 5-6 Stück wirklich verbaut. Nee, ich glaube sogar mehr schon mit den Golfs ja, und so. Ja, lass es 7-8 Stück sein und die Kunden sind bis jetzt alle sehr glücklich gewesen, sehr zufrieden damit. Ja. Vom Klanglichen her auch der krasse Unterschied einfach von, sag ich mal, Klappe zu und Klappe offen. Wir haben die Abgasanlage genauso ja unter den Golf 7 gebaut, er mit dem R-Motor. Und der Kunde hatte mir gestern nochmal geschrieben, wie happy er damit ist und auch vom Sound her. Also sind wir wirklich stolz, glücklich, das so hinbekommen zu haben. Und dass wir es auch bald anbieten können. Dann genau, dass man es anbieten kann und vor allem auch das Ganze halt eintragbar mit der Leistungssteigerung. Ne? Das war uns auch sehr wichtig, dass wir das hinbekommen. Ja, ja, ich würde auf jeden Fall sagen, ich denke, soweit war es zu dem Thema. Ich weiß nicht, hast du noch ein paar Fragen? Fällt dir noch was ein? Ich überlege schon die ganze Zeit. Welche Fragen die Kunden noch gestellt haben, sage ich mal, bei YouTube oder so, ob es da noch irgendwas gibt. Also man sollte, glaube ich, erwähnen, dass es auf das Kit kein TÜV gibt. Genau, richtig. Auf das Kit wird es kein TÜV geben oder gibt es bis jetzt noch kein TÜV. Ist ja, glaube ich, auch mit den Leistungen relativ schwer umsetzbar. Ja, so ein bisschen. Das stimmt allerdings. Aber ja, sonst wüsste ich jetzt auch nicht, was ich noch fragen sollte. Ich finde, das Auto sieht echt von außen, also wir zeigen es gleich nochmal, sieht ja echt einfach Serie aus. Serienreifen. Ich weiß nicht, hat der ein Fahrwerk drin? Boah, weiß ich auch gar nicht, was der Kunde alles. Aber kannst ja gleich nochmal ein bisschen so, vielleicht mal ein paar Soundaufnahmen nochmal von hinten machen. Ja. So den Unterschied zwischen Klappe auf, Klappe zu. Ja. Sag ich mal, das ist immer ganz interessant. Ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei unseren weiteren Videos. Vergesst nicht zu abonnieren, Glocke einzuschalten, lasst ein Like da und vor allem zu kommentieren. Auch immer wieder sind wir sehr glücklich über die Kommentare. Ich bin auch einfach mal ehrlich, also auch wenn ihr einen negativen Kommentar habt, könnt es gerne reinschreiben, was wir verbessern können oder was schlecht ist. Bleibt aber dabei einfach noch menschlich, sage ich genau, mal. Genau, sachlich bleiben. Sachlich bleiben, genau. Auf die Sache bezogene Kommentare, auch wenn was negativ ist, müssen wir das auch annehmen und wollen wir auch, sage ich mal, uns das Ganze annehmen und auch darauf hören. Ja, dann, wie ich schon sagte, viel Spaß und ciao, ich bin raus. Ciao.